Wir sind hier im Headquarter von KNAPP in Hart bei Graz. Wir sind ein österreichischer Hersteller von Intralogistiklösungen und wir sind dabei in verschiedene Business Units aufgeteilt. Das ist zum einen Healthcare, Fashion, Food, Retail, Wholesale und auch Industry. Wir von der KNAPP Industry Solutions sind dabei auf Kunden aus der produzierenden Industrie spezialisiert. Bei unserem Standort werden auch die autonomen mobilen Roboter des Konzerns, unsere sogenannten Open Shuttles, entwickelt und produziert. Unsere fahrerlosen Transportsysteme sind für eine Vielzahl von Intralogistikaufgaben ausgelegt. Es geht dabei von der Produktion über die Distribution bis hin zum Point of Sales. Ja, wir verwenden bei unseren Open Shuttles die O3R-Kamera dafür, um Hindernisse im Fahrweg zu erkennen. Die O3R-Kamera bietet dabei eine volle 3D-Überwachung des gesamten Fahrwegs auf die gesamte Fahrzeughöhe. Wir haben hier einen Kamerakopf mit einem Sichtfeld von 60 Grad verbaut. Darum geht es vor allem darum, den Hauptfahrbereich abzudecken und hier eine möglichst gute Ausleuchtung mit der Time-of-Flight-Technologie für den betrachteten Bereich zu erhalten. Zusätzlich verwenden wir einen Kamerakopf mit 105 Grad, um eben die gesamte Höhensicht und die gesamte maximale Fahrhöhe des Fahrzeugs im beladenen Zustand abdecken zu können und eben Aufgaben wie eine Durchfahrtserkennung bei Toren und Ähnliches sicher gewährleisten zu können. Das Ganze ist vor allem als Zusatzschutz zu der sicherheitszertifizierten Lasersensorik gedacht und deckt wirklich den kompletten Fahrbereich ab, um hier auch hineinragende Objekte wie etwa Gabelzinken oder eine Durchfahrtshöhenüberwachung bei automatischen Rolltoren abdecken zu können. Außerdem verwenden wir das O3R-System an unseren Open Shuttles Fork für die Ladungsträgerdetektion, das heißt die Erkennung von Paletten oder palettenähnlichen Ladungsträgern, um eben auch eine Aufnahme von Ladungsträgern an leicht variablen Positionen, zum Beispiel durch Positionierung mit einem manuellen Stapler, wird er wirklich mit 3D-Sensorik der Ladungsträger vermessen, die exakte Position bestimmt, um eben dann eine genaue Anfahrt gewährleisten zu können. Wir waren von IFM bereits recht früh eben in der Feldtestphase bei der O3R eingebunden und konnten da recht früh ja viel Erfahrung sammeln und auch direkt mit der Entwicklung zusammenzuarbeiten, auch einen gewissen Einfluss auf die Ausrichtung des Produkts nehmen. Vor allem muss man die Qualität der Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Technik wirklich sehr positiv hervorheben, wo man immer optimalen Support von IFM bekommt. Es gibt da ausgezeichnete Zusammenarbeit, um eben wirklich hier mit dem Produkt gemeinsam eine Entwicklung machen zu können.